Hallo und willkommen. In diesem Video schauen wir uns den Satz von Banach-Steinhaus an. Und zwar nehmen wir die allgemeine Version. Das heißt, wir haben einen Banachraum B. Und von diesem Banachraum haben wir eine abzählbare Familie beschränkter linearer Operatoren. Schreiben wir uns diese Familie mal als Tn hin. Und indem hier n variiert, geht das eben durch die Indexmenge, diese abzählbare Indexmenge. Und diese Operatoren gehen in einen normierten Raum. Und dann fordern wir Folgendes, dass die Norm Tnx kleiner gleich cx für alle n ist. Das heißt, diese Schranke hier, cx, hängt, wie wir sehen, von x ab, aber nicht von n. Sie gilt für alle n. Und wenn wir das haben, dann ist die Behauptung von Banach-Steinhaus, dass wir dann auch haben, dass die Norm von Tn kleiner als ein C ist und auch wieder für alle n. Also diese ganzen Operatoren, die hier in unserer abzählbaren Familie drin sind, die sind alle durch dieses C beschränkt. Das ist die Aussage. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal uns den Beweis an. Ja, also für den Beweis müssen wir ja zeigen, dass Tn von x, davon die Norm, durch die Norm von x und davon das Supremum, also das ist jetzt hier gerade unsere Operatornorm, dass das kleiner ein c ist, kleiner gleich ein c ist. Ich hatte vorhin, glaube ich, kleiner gesagt, aber hier ist immer kleiner gleich gemeint eigentlich. Und das unabhängig also von n. Und dieses c wollen wir uns jetzt konstruieren. Da werden wir den Satz von Bär brauchen. Also fangen wir mal an. Wir betrachten folgende Mengen, ak. Die sind so definiert. Ak ist die Menge der x, für die gilt, dass tnx kleiner gleich k ist für alle n. Man kann sich überlegen, dass das eine abgeschlossene Menge ist. Das folgt eigentlich direkt aus der Stetigkeit der Norm, also die ak sind abgeschlossen. Es ist nicht so ganz einfach, mit diesem Stift hier auf dem Surface-Tablet zu schreiben. Sind abgeschlossen. Und da wir die punktweise Beschränktheit haben, die wir ja vorausgesetzt hatten, der Operatorfamilie, haben wir, dass jeder Punkt aus unserem Banachraum in mindestens einem von diesen AK drin liegt. Also können wir ja schreiben B. Oder machen wir mal Folgendes aus. Wir benennen mal unseren Banachraum B in den Banachraum X um, weil wir gleich noch einen Ball betrachten, der soll auch B heißen. Also der Banachraum B heißt jetzt Banachraum X. Gut, dann also
dann wäre x, weil eben jeder Punkt in einem von diesen ak drin liegt, als Vereinigung über die ak schreiben. K gleich 0 bis unendlich. Ak. Ja, und an der Stelle kommt uns der Satz von Bär gelegen, der besagt, in der Form, in der wir ihn jetzt hier brauchen, wenn x ein vollständiger metrischer Raum ist und so als Darstellung von einer abzählbaren Menge von abgeschlossenen Mengen darstellbar ist, dann enthält mindestens eine von diesen abzählbaren Mengen eine offene Menge. Also eines von diesen ak enthält eine offene Menge, sagen wir mal, das sei ak0. Das heißt, wir finden in ak0 einen Punkt x0, der liegt da drin, und wir dürfen auch einen ganzen Radius darum nehmen, und dann liegt der Ball mit Mittelpunkt x0 und Radius r liegt auch noch in ak0, weil ak0 eine offene Menge enthält. Und jetzt machen wir mal folgenden Ansatz. Für jedes x aus unserem Raum groß x schreiben wir z ist gleich x0, also das ist x0 ist dieser Punkt in ak, also in unserem Ball, plus Gamma x. Dieses x ist wie gesagt beliebig. Und das Gamma ist definiert r, das ist dieser Radius, durch zweimal die Norm von x. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen Platz schaffen. Moment. So, oder wenn wir das nach x auflösen, haben wir hier stehen, x ist gleich 1 durch Gamma z minus x0. Und ich hoffe, ihr seht jetzt von der Art her, wie dieses z konstruiert ist, das folgende. Wenn wir hier x0 haben, dann liegt dieses z in dem R-Ball um x0 drin. Wenn ihr es nicht glaubt, wir ausrechnen mit der Definition. Liegt also hier irgendwo drin. Liegt also im Speziellen auch in unserer Menge ak0. Das heißt, wir haben, dass dort gilt, dn. Tnz, davon die Norm, ist kleiner gleich k0. Und für x gilt das ja sowieso. Ja, also x0 meine ich. Das liegt ja auch in ak, ja, in ak0. Also haben wir auch tn x0 ist klein gleich k0, und das benutzen wir jetzt, denn wir haben ja hier schon nach x aufgelöst, und wenn wir jetzt mal schreiben tn x die Norm, dann können wir jetzt dieses x hier ja in dieser Form hier schreiben mit dem z und dem x0. Und das Gamma können wir natürlich vor die Norm ziehen. Dann haben wir also 1 durch Gamma Tn z minus x0, davon die Norm. Und jetzt wenden wir die 3x-Ungleichung an. 1 durch Gamma bleibt dasselbe. Und hier haben wir tnz plus
plus tn x0. Also das war unsere Dreiecksungleichung. Und jetzt haben wir ja hier für diese beiden Kerle hier diese Abschätzung schon. Also können wir, wenn wir das ausrechnen, schreiben, dass das kleiner gleich 4 durch r mal x Betrag, mal die Norm von x mal k0 ist. Ja, und an dieser Stelle sind wir praktisch fertig. Jetzt müssen wir nur noch dieses x hier rüberbringen. Und dann haben wir hier ja stehen tnx durch x Betrag, Norm von x, ich meine immer Norm von x, ist kleiner gleich. Und dieses 4 durch r mal k0, das nennen wir jetzt mal c, ist kleiner gleich c und das war unabhängig von x, denn wir haben ja ein beliebiges x genommen und haben das hier durch z und x-0 und x0 ausgedrückt. Also können wir hier auch das Supremum nehmen über die x in unserem Banach Raum x. Und von n sind wir sowieso unabhängig. Ja, und damit haben wir es gezeigt, dass unsere Familie von Operatoren durch c beschränkt ist. Und sie sind fertig mit dem Satz von Banach-Steinhaus. Ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen oder vielleicht sogar Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und das Video positiv bewertet. Oder wenn ihr Fragen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.